Eine deutsche Studentin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel konvertierte zum Islam und kam daraufhin mit einem Gesichtsschleier, sprich einem Niqab, in ein Tutorium. Dort erklärte ihr Dozent, er toleriere ihren Niqab nicht und sie müsse diesen in der Uni ablegen. Anschließend wandte er sich dann an die Diversitätsbeauftragte der Universität und veranlasste ein Gespräch zwischen der Vizepräsidentin Anja Pistohatta, der Studentin selbst und ihrem Ehemann. Nun, unter normalen Umständen würde man nun erwarten, dass sich die Verantwortlichen der Universität auf die Seite ihrer Studentin stellen und dem Dozenten unmissverständlich klar machen, dass es nicht seine Aufgabe ist, eigenmächtig Regeln aufzustellen und diese den Studenten dann aufzuzwingen. Aufgrund der Tatsache, dass gerade Anja Pistohatam ihrerseits selbst Islamwissenschaftlerin ist und die Aufgabe einer Diversitätsbeauftragten doch eben genau darin besteht, andere Lebensentwürfe auf dem Campus zu schützen und jeglicher Diskriminierung entgegenzuwirken, würde man doch jetzt eher vermuten, dass die Studentin die ihr zustehende Unterstützung erhält. Doch werte Muslime, solch eine Erwartungshaltung berücksichtigt jedoch nicht das vergiftete Klima, welches in der Bundesrepublik Deutschlands vorherrscht. Ich meine dieses eine Klima der Angst, in dem Hetze gegen Muslime schon längst salonfähig geworden ist. Eben aufgrund dieses Klimas müssen wir leider festhalten, dass unsere Niqab tragende Schwester nicht nur keine Unterstützung erfahren hat, sondern sogar noch mehr Druck. So hat sich die Vizepräsidentin der Universität, Pistohatam, dafür ausgesprochen, den Niqab an der Universität nicht zu tolerieren. Denn in dem anschließend erlassenen Niqab-Verbot der Christian-Albrechts-Universität wird dann der Schritt damit begründet, dass eine offene Kommunikation sichergestellt werden müsse, denn diese beruht nicht nur auf dem gesprochenen Wort, sondern auch auf Gestik und Mimik. Wörtlich heißt es in der erlassenen Richtlinie, Zitat, da ein Gesichtsschleier diese offene Kommunikation behindert, darf dieser in Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Gesprächen, die sich auf Studium, Lehre und Beratung im weitesten Sinne beziehen, nicht getragen werden. Zitat Ende. Und als ob dem nicht genug wäre, schaltet sich nun auch noch die Landesregierung Schleswig-Holstein ein. So begrüßte die Bildungsministerin Karin Prien das Verbot und kündigte darüber hinaus eine Gesetzesinitiative gegen das Tragen vom Niqab an den Schulen an. Nun, an allererster Stelle möchten wir der Universitätszeitung dringend anraten, ein Gespräch mit den hauseigenen Kommunikationswissenschaftlern zu führen. Denn diese hätten ihr die Grundregel erklärt, man kann nicht nicht kommunizieren. Auch bei nicht erkennbarer Mimik existiert eine Interaktion zwischen Sender und Empfänger, die völlig ausreicht, um in den Lehrveranstaltungen miteinander zu kommunizieren. Wenn nun speziell die Mimik in der Christian-Albrechts-Universität als ja eine tragende Säule der Kommunikation begriffen wird, sollte man ebenfalls schleunigst die Verwendung von Botox-Spritzen verbieten. Warum? Da diese eine aktive Mimik unterdrücken bzw. verzerren. Auch sollten sämtliche Rhetorikkurse und Seminare verboten werden. Schließlich lernt man dort Mimik und Gestik zu kontrollieren, um den Gegenüber gegebenenfalls aktiv zu manipulieren. Dass nur über den Niqab diskutiert wird, belegt jedoch, dass es sich nur um fadenscheinige Argumente handelt, die über die wahren Motive hinwegtäuschen sollen. Denn das Niqab-Verbot reiht sich in eine Folge von besorgniserregenden Entscheidungen ein, die in den vergangenen Jahren an deutschen Universitäten getroffen wurden. So erinnern wir uns noch sehr, sehr gut daran, wie die TU Berlin im Jahre 2016 den Gebetsraum schloss und das wöchentliche Freitagsgebet untersagte. Nach über 60 Jahren konfliktfreiem Miteinander ordnete die Universitätsleitung um Professor Thomsen die Verbote mit einem zynischen DIN A4-Aushang an, ohne das Gespräch mit den muslimischen Studenten zu suchen. Von einem ins Gegenteil verdrehte Gleichbehandlungsgebot der Religionen über ein willkürlich ausgedehntes Prinzip der weltanschaulich-religiösen Neutralität bis hin zum Brandschutzgebot, welches die Universität im Falle der Muslime neu entdeckt zu haben schien, nutzte die Universitätsleitung jedes noch so lächerliche Argument, um die eigenen repressiven Maßnahmen zu rechtfertigen. Zahlreiche andere Universitäten schlossen sich daraufhin an und erteilten ihren Studenten ebenfalls Gebetsverbote. Dass gerade eine solche Entwicklung an Universitäten zu beobachten ist, sollte die Gesellschaft aufhorchen lassen. Denn es sind doch gerade Universitäten und ihre Studenten, die normalerweise von intellektueller Diskursoffenheit, weltanschaulicher Heterogenität und unterschiedlichsten Lebensentwürfen geprägt sind. Diese Offenheit wirkt als wichtiges Korrektiv, welches die eigenen Gesellschaftsverhältnisse kritisch hinterfragt und im Extremfall dazu führt, dass sich Studenten gegen autoritäre Entscheidungen der Politik stellen. So rekrutierte sich die Widerstandsbewegung Weiße Rose, die sich gegen das nationalsozialistische Regime stellte, vor allem aus Studenten.
Auch die Studentenbewegung der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, welche die politische Kultur der Bundesrepublik maßgeblich geprägt hat, wäre durch eine totalitäre Universitätspolitik, wie wir sie heute beobachten, nicht möglich gewesen. Den subversiv und teilweise konspirativ agierenden SDS hätte man Kommunikationsverweigerung vorwerfen können. Seine weltanschaulichen Diskurse hätte man unter Verweis auf die weltanschaulich-religiöse Neutralität verbieten und seine überfüllten Veranstaltungen per Brandschutzverordnung untersagen können. Niqab und Gebetsverbote gerade an Universitäten sind daher besorgniserregende Zeugnisse über den Grad an kultureller Gleichschaltung, die sich durch die gegenwärtige Integrations- bzw. Assimilationspolitik entfaltet. Sie sind Zeugnis über die Gefahr, vor der Realität Islam seit geraumer Zeit warnt. Der Gefahr einer Wertediktatur, in der divergierende Weltanschauungen und Lebensentwürfe verdrängt und einer dominierenden Leitkultur unterworfen werden sollen. Daher richten wir unsere Worte erneut an die Öffentlichkeit, an Muslime und Nicht-Muslime. Denkt über diese Entwicklung kritisch nach, reflektiert und kritisiert, bevor es zu spät ist, bevor sich eine weitere Generation schuldig macht, nur zugeschaut zu haben, als Hass, Hetze und Diskriminierungen gegen eine weltanschaulich-religiöse Minderheit um sich gegriffen haben.